Ja, hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder der Frank und heute möchte ich euch mein neues Sensor-Node-Projekt vorstellen. ZombieKit Mini Pro. Mini Pro deswegen, weil wir hier im Grunde genommen eine Sensor-Node herstellen, die normalen Arduino Pro Mini aufnimmt. Und dadurch ersparen wir uns eine Menge Löterei. Das Sensorboard an sich ist relativ klein. Das kann man hier sehr schön sehen. Das ist gerade mal 25,4 mm lang und 41,91 mm lang. Bei dem Sensor Mini Pro möchte ich euch gerne vorstellen, was man damit alles machen kann und warum ich es überhaupt gebaut habe. Das ist im Grunde genommen der erste Teil von meiner Playlist. Andere Sachen habe ich schon vorgestellt, wie zum Beispiel der Prototyp vorkam und so weiter. Aber heute ist der Tag, wo ich euch nochmal genau erkläre, warum ich eigentlich dieses Board entworfen habe. Dazu sehen wir uns erstmal den Schaltplan an, der ist auch relativ einfach. Als erstes haben wir hier die Anschlüsse für den Arduino Mini Pro. Hier seht ihr den dann mal auch in groß. Sorry für die Bildqualität, aber meine Kamera spinnt mal wieder heute. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut erkennen. Da haben wir also dann einen ganz normalen Mini Pro drauf. Hier ist ein Atmega 228 und natürlich auch ein Reset-Button. Ja, der ist hier an dieser Stelle. Und dann haben wir natürlich die ganzen GPIOs, die wir dann abfassen können. Natürlich mit Strom und so weiter. Hier ist ein Spannungsteiler, der von 5 Volt auf 3,3 Volt runter teilt sozusagen. Und dann haben wir hier noch eine Power-LED und eine normale LED. Ja, so ein Ding bekommt man für 2,50 €. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und schnell mal im Internet nachgeschaut. Erstmal wieder das Bild weg. Und da sieht man dann schon, Moment, kleinen Moment, hier sieht man also für 2,22 €. Lustigerweise ist, der Chip wird natürlich auch einzeln verkauft. Und klar ist natürlich, dass solch ein Preis nicht in Deutschland ist, sondern in Hongkong. Da muss man dann halt, ja, sagen wir mal, 5 Stück bestellen. Das sind so bei 10 €. Ihr könnt dann unter 19 € bleiben. Das ist immer so die Zollgrenze. Und der Versand ist wie immer kostenlos, aber man sieht schon, wir haben heute den, 22. Nee, Moment, jetzt wollen wir selber schauen, was haben wir heute, den 26. Juni. Und hier kann man dann also die Ware erwarten zwischen 14. Juli, also in 3 Wochen, oder sogar in 1,5 Monaten. Also ist dann schon, man muss halt eine Menge Geduld mitbringen für sein Hobby, aber das hat man ja. Den kann man sich also dann bestellen. Da werden dann ein paar Stiftleisten drauf gelötet und dann kann man ihn hier draufstecken. Ja, da habe ich dann noch die digitalen Aus- und Eingänge D2 bis D9 erweitert auf zwei so eine Leisten. Und diese Leiste hier, SDK, MISO, MOSI und D10, wird dann im Grunde genommen gebraucht für unsere Transceiver. Die Node besteht also selber aus einem Arduino Mini Pro, aus einem Flash. Das ist dieser hier. Diesen Flash kann man sich besorgen. Hier steht auch die komplette Bezeichnung. Im Grunde genommen ist er dafür gedacht, damit man dann Over-the-Air-Updates machen kann. Die Funktion ist eigentlich relativ einfach. Der Transceiver, den wir hier verbaut haben, dazu komme ich gleich, empfängt also Daten und kriegt aber vorher einen Befehl, der besagt, Achtung, jetzt kommt neue Firmware und der Arduino Mini Pro speichert dann diese gesamte Firmware hier auf diesem Flash erstmal ab. Danach, nachdem man dann auch die Checksum und so weiter verglichen hat, macht er ein Reset, merkt dann, dass er hier eine neue Firmware auf dem EEPROM hat und überschreibt die alte Firmware mit der neuen. Dann macht er noch ein Reset und dann ist die neue Firmware online. Hat natürlich einen riesigen Vorteil, wenn wir unsere kleine Sensor-Node unter Putz verbauen oder halt im Keller oder so, und da wollen wir nicht hinlaufen, dann können wir Over-the-Air über das Gateway diesen kleinen Chip mit einer neuen Firmware oder einem neuen Programm, kann man eigentlich sagen, dann neu bespielen. Der macht dann einfach sein Reset und dann haben wir schon die neue Firmware wieder online. Das ist natürlich eine tolle Sache.
Ich bin noch nicht so weit, dass ich euch das zeigen kann. Das wird in einer der nächsten Folgen sein. Aber eine coole Sache. Dann die nächste Besonderheit. Wir betätigen, also wir betreiben unsere Sensornot mit einer ganz normalen 20 mm Coincell. Die kennt jeder. Ich habe hier eine Version. Packen wir mal dazu, gleich daneben. Das ist also eine ganz normale 3,3 Volt CR2032 Knopfzelle. Die kennt ihr bestimmt von euren anderen Geräten und so weiter. Die hat es doch etwas besonders, weil es ist ein Markengerät. Es kommt von Philips oder Panasonic, wenn ich mich richtig erinnere. Und erstmal, die haben erst eine wesentlich höhere Kapazität als die chinesischen Dinger, die man dann für irgendwie 20 Cent bekommt und dann am besten noch ein Blister mit 20 anderen Batterien. Nee, nee, also die hat ja schon mal 1,50 € oder 2 € gekostet, aber jeden Cent, den ihr da mehr ausgibt, wird sich dann auch lohnen, weil diese Coincells auch bei minus 40 Grad funktionieren. Und wenn ihr jetzt so einen Sensor nur draußen im Garten habt, zum Beispiel für euer Bewässerungssystem oder weil ihr die Temperatur messen wollt, dann ist es schon nicht schlecht, wenn die im Winter auch weiterläuft und nicht einfach sagt, ich bin jetzt mal alle. Ne? Deswegen hier wirklich mal einfach darauf achten, dass man da Markenprodukt benutzt. Genau. So, dann kommen wir zu den Transceivern, also Plural, eine Mehrzahl. Und zwar habe ich mir überlegt, dass diese Sensornot, wenn es geht, doch sehr flexibel sein soll. Also die einen haben halt Transceiver, die auf 2,4 GHz laufen, weil sie halt kurze Strecken haben, aber viele Daten übertragen wollen. Dann gibt es wiederum andere, die wollen riesige Strecken von bis zu 150 Metern überbrücken mit diesem Sensornot zum Controller. Und da haben wir sozusagen für jeden etwas dabei. Manche legen auch Wert auf Sicherheit und so weiter. Kommen wir einfach zu dem ersten. Der erste ist was ganz Besonderes. Das ist der RFM70 oder auch bekannt als NRF24L01. Diese Chips bekommt man sehr günstig. Ich habe nur hier einen, den lege ich mal daneben. Diese Chips bekommt man sehr günstig. Man muss nur die richtigen kaufen. Ja, ich habe mir zum Beispiel auch leider ein eBay-Kauf gemacht, der war falsch, weil die Treiber dafür noch nicht richtig entwickelt waren. Erkennt man sehr schön an diesem komischen Blob hier, ich mache mal größer, an diesem komischen Blob hier und an diesen umhängenden Uhrenquarz. Das ist ein Chip, der im Grunde genommen, für den gibt es noch keine Library, zumindest das habe ich noch keine gefunden für den Arduino. Und die sollte man tunlichst vermeiden zu kaufen. Ich hatte im Grunde genommen den bestellt, habe aber den bekommen, habe mich sofort beim Käufer beschwert und siehe an, ich habe mein komplettes Geld für 10 Stück wieder zurückbekommen. Sehr gut, können wir dann selber verkaufen im Internet und ein bisschen den Leuten dann auch ein Wein einschenken, dass es ein bisschen schwieriger wird. Es gibt Treiber für Linux und so weiter, aber wir laufen ja hier auf der Arduino-Ebene und deswegen ist er erstmal unbrauchbar für mich. Dieser hier hat es dann aber gebracht, hat ein paar Cent mehr gekostet. Ich zeige euch mal dafür die eBay-Seite. Die sind extrem günstig. Also, Moment, jetzt muss ich das mal den hier wieder zurückführen, genau. Die sind extrem günstig, da kostet also eine 1,56 €. Manchmal bekommt man sie auch unter einem Euro, wenn man sie dann im Zehnerpack bestellt und so weiter. Ich wollte diesmal auf Nummer sicher gehen und habe mir dann überlegt, wenn, dann kauft den richtigen, weil im Grunde genommen lötet man dann den ein, versucht stundenlang das Ding zum Laufen zu bringen, guckt dann mal bei Google und siehe an. Ja, toll, hat man sich halt ein bisschen ja, das Falsche gekauft. Deswegen gleich das Richtige kaufen. Auch bei einem Händler, man muss nicht immer auf den Cent schauen, weil im Grunde genommen, wenn man dann zu sehr auf den Cent schaut, dann investiert man immer mehr Arbeitszeit oder in sein Hobby, um dann irgendwie das Ding doch zum Laufen zu kriegen. Das muss nicht sein. Ich kann auf jeden Fall euch diesen Chip empfehlen. Es kam auch relativ schnell, ne? Von 2 Wochen wurde der geliefert, war mal im Urlaub. Wunderbar, hatte schon ein Päckchen in der Hand und konnte dann sofort loslegen. Angeschlossen, reingelötet und hat funktioniert. So mögen wir es. Ihr seht selber, so ein Stück kostet 1,56 €, 5 Stück, naja, um die 7,50 €. Also kann man sich schon leisten, ist kein Problem. Das ist ein 2,4 GHz Transceiver.
Der zeichnet sich dadurch aus, dass er ziemlich viele Daten mit 250 Kbit pro Sekunde übertragen kann. Problem an dem, er läuft eben über 2,4 GHz. Das heißt also, die Entfernung zu einem anderen Chip, zu der Transceiver, darf nicht allzu hoch sein. Ja, so, und wenn ihr dann schon mehrere Betonwände, eine Stahlbeton dazwischen habt, dann wird es schon schwierig. Ich würde jetzt mal so sagen, zwei Etagen kann er überbrücken. Sicher ist auf jeden Fall eine Etage. Das heißt also, ihr habt euren Controller zum Beispiel im Wohnzimmer und eine Etage drüber habt ihr dann euren Temperatursensor, meinetwegen im Schlafzimmer. Und dann kann man da auch Daten sicher übertragen. Unterm Dach wird es dann doch wieder schwierig, weil dann schon zwei Decken dazwischen sind. Aber für kleine Sachen sehr gut zu gebrauchen. Und das Gute daran ist natürlich auch, er kostet nur 1,56 €. Ja, das Ding ist total billig. Und da kann man dann, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, wir haben hier so ein Arduino Pro für 2,22, dann haben wir noch unseren Transceiver für 1,56, obwohl das 1 Euro und also gut, dann sagen wir hier mal 2,50 $ und dann sagen wir mal hier 1,56 $, sind wir schon bei 4 $ plus PCB, nur sind wir bei 5 $. Mein Ziel war es, eine Sensornode zu entwerfen, die unter 9 $ kostet. Und mit diesem Chip bin ich da ziemlich nah dran gekommen. Unter 9 $, deswegen, dann kann man sich auch mehrere Chips, mehrere Sensornodes erstellen. Da hat man schon 10 Stück für 100 Euro, das ist 100 $. Und kann die gut im Haus verteilen und als Steuer, also als Aktoren oder als Sensoren benutzen. Kostet nichts und funktioniert. So mögen wir es halt nicht machen. Also das ist also dann hier dieser Anschluss. Da sind ganz normal ausgeführt SCK-Leitungen, ne, das SPI darf man nicht vergessen. Dann MOSI natürlich, MISO, der IRC, der muss an den D2 angeschlossen werden. Der CSN ist der Selektor oder der CE, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der CSN war es, der Selektor, der wird also auf frei geschaltet und man weiß, dieses Gerät in dem Bus, okay, ich bin gemeint. Dann natürlich Ground und Strom. Kommen wir zu den nächsten, das ist also der Klassiker, der RFM12B. Den habe ich hier. Dieser Chip ist nun wirklich schon bewährt, den gibt es schon seit Jahren von OpenRF. Den haben wir hier an der Stelle. Ich packe mal daneben. Dieser Chip hat einige Eigenschaften, die viele Hobby-Elektroniker sozusagen schon fasziniert haben, schon früher. Er hat auf jeden Fall erstmal eine sehr große Reichweite. Und zwar liegt er ungefähr bei 30 Meter im Haus und wir können ruhig von 100 Meter außerhäusig ausgehen und das bei ungefähr 10 Milliwatt, die er da sendet. Er hat einen eigenen Anschluss für die Antenne. Dieser Anschluss ist immer an der Stelle, wo die vielen Kondensatoren sind, am äußersten. Also Moment, da muss ich es mal so zeigen. Hier an der Stelle, da der letzte Punkt sozusagen, da ist die Antenne. Da, das ist ein 433 MHz-Chip. Die Antenne kann also dann ungefähr 16 bis 17 cm lang sein. Ihr könnt da ein ganz normales Kabel, also einen ganz normalen Draht dran machen, der 16 cm lang ist. Das ist also dann ein Dipol und dieser reicht dann völlig aus.